Moin Moin und willkommen zurück zu A Juggler's Tale. Wir begleiten die kleine Abby weiter durch ihre Welt und befinden uns jetzt in Akt 3, die Stadt. Wir wissen, dass die Räuber vom Direktor immer noch hinter uns her sind und Tonga, der Barbar, will uns natürlich schnappen. Wieso konnten wir gerade noch entrinnen im letzten Akt? Oh, jetzt gehen wir mal hier längs. Aber wir laufen irgendwie nicht, sie geht nur. Jetzt läuft sie wieder ein bisschen, okay. Schauen wir mal nach. Ist ein witziges Rätselspiel. Also 14,99 im Xbox Store. Ich glaube, ob es auch für die Switch gibt. Ich glaube schon. So sehr sich Abby hastet, zu schwer die Freiheit auf ihren Schultern lastet. Fröstelnd, hungernd und zerlumpt, läuft sie sich die Füßlein rund. Freiheit ist ein hartes Brot, kleine Abby. Heraus aus dem Walde hat Abby an den Dorfesrand verschlagen. Unter deinesgleichen muss man doch Mitleid haben. Kann ich drehen? Jetzt. Oder ist das zu schwer? Krieg ich nicht hoch oder was? Nochmal. Nee, das ist zu schwer. Ja, das schaffe ich nicht. Das ist zu schwer. Okay. Müssen wir was anderes überlegen. Ja, warte mal. Das Ding da ist ein bisschen doof. Weil. Da kann ich auch nicht hoch, ne? Oder? Nee. Was kann man hier machen? Das Ding vielleicht runterschieben? Oder reinschieben? Nicht runterziehen, okay. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Oh, da liegt auch noch einiges drauf. Ah, guck mal. Ja, schon ein bisschen einfacher für uns, ne? Es bleibt so stehen, okay. Okay. Ah, okay. Ja, dann machen wir es natürlich. Schieben wir den kleinen Sarg da noch da unter, oder? Nicht sonderlich respektvoll, aber wenn es funktioniert. Eben. Wollen wir diesen Haken da oben hier rausnehmen? Ist das natürlich so? Ist das Ganze hier für dich immer noch ein Abenteuer? Oder sehnst du dich nur noch nach einem warmen Feuer? Lass dich nicht beißen. Wieder rettet dich nicht gesunder Verstand, sondern meine gütige Erzählerhand. Okay. Ja, wir werden nach ein Stöckchen werfen. Schaut man kurz auf diese dumme Hundetöle, fragt man sich, an wen sie ein erinnern möge. Jagt versessen einen morschen Zweig, als brächte er Glückseligkeit. Ein wirklich hübsches Städtchen hat unsere Abby da gefunden. Doch scheint alles verriegelt in den späten Abendstunden. Keine Türe steht der kleinen Abby offen. So muss sie weiter still auf fremde Hilfe. Okay, komisches Dorf. Kann ich hochklettern? Ja, okay. Da steht als ein Bäckermeister. Hoffnung, die Manieren entarten, stürmt sie kopfüber in den Bäckersgarten. Und? Ach, Abby, so wird man dich nicht mit offenen Armen empfangen. Der Bäckerin ist ihr kaputter Zaun definitiv nicht entgangen. Schmeißt du mich raus? Kann man es ihr verübeln, eine kleine Unruhestifterin in dir zu sehen? Na gut. Okay, da kommen wir nicht weiter wahrscheinlich, ne? Oh, das ist zu schnell. Okay. Das Rad, es dreht sich zu schnell. Da kann ich nicht, aber ich kann, glaube ich, den Typen da reinschubsen wahrscheinlich. Oh! Oh! Schaut nur! Wie sie es immer wieder versucht. Abby schert sich nicht mehr allzu sehr um die Frau, der sie den Rücken kehrt. Kann ich über sie rüberhopsen? Das geht nicht, okay.
blockiert ihr das Wasser da und dann dreht sie das Rad nicht mehr? Das kann natürlich sein, weil sie so fett ist. Okay. Ist tatsächlich so. Sie ist so fett, dass sie das Rad blockiert. Das Mühlrad hat erfolgreich sie erklommen. Doch wer heißt so ein Gör willkommen? Weiß nicht. Auch Tonda und seine Bande streifen durch. Oh, da hinten sind sie. Pass gut auf, kleine Abby. Gib auf dich Acht. Am Waldesrand haben sie dich nicht erwischt. Der Regen hat inzwischen deine Spuren verwischt. Doch so schnell lassen sie nicht von dir ab. Für des Direktors Gold durchsuchen sie die ganze Stadt. Ja. Zwischen aufpassen, dass sie uns nicht erwischen. Vorsicht! Pass auf deine Fäden auf. Ah, okay. Ach, Abby, gib doch Acht. Wer soll das alles wieder aufmachen? Außerdem sind so. Fertig. Moment. Wie? Abby. Abby stolperte über Balken und Bretter, fiel zu Boden und muss nun klettern. Was soll der Eimer? Komm ich auch nicht hoch. Ach, jetzt komme ich so. Ach so, wenn ich ganz oben komme. Mit rüber, okay. Mühe gelingt es Abby, das Gerüst zu erklimmen. Da längs, okay. Vergnügtes Lachen hört man freudig klingen. Nur Abby möchte es keine Freude bringen. Na, ein Dorffest. Schau, wie das Fest tobt, Abby. Jeder hat seinen Platz. Doch wo gehörst du hin? Gerade als Abby sind die Räuber da irgendwo? Zirkustalente sind. Oh, sie nur knapp dem Allerschlimmsten entrennt. Früher war sie es, die den Leuten viel Freude schenkte, wovor sich ihr Leben aufs Überleben beschränkte. Ah. Nächstes okay. Mal, pass auf das Licht auf. Ja, ich dachte, der dreht sich weg. Ich wusste, dass er mich noch sehen kann in letzter Sekunde da, der Affe. Echt. Affen mitnehmen? Ja. Ich dachte, er hört das vielleicht, aber tut er gar nicht. Muss man wahrscheinlich den Apfel gegen diese blöde Glocke werfen? Höchstwahrscheinlich. Oh nein! Nein, nein, nein. Nächstes Mal. Pass auf das Licht auf. Wir nehmen den Apfel auf jeden Fall mit, den brauchen wir für irgendwas. Wahrscheinlich kann man gegen die Glocke ballern und dann rennen sie da hin, oder? Hm. Guck mal. Da. Warten wir wieder. Ach, Abby, so kommst du nicht durchs Leben. Ah, okay, ich muss das schneller machen, habe ich gemerkt. War zu langsam wieder. Vielleicht direkt, wenn ich da bin, gleich. Das Schleichen ist ein bisschen nervig. Warum hat er mich überhaupt gesehen da hinten? Ging er einen anderen Weg danach? Wahrscheinlich, ne? Trotzdem sehr nervig. Das scheint gerade nicht so viel zu bringen. Okay. Schau dich nochmal um. Nächstes was? Mal, pass auf das Licht auf. Was habe ich denn da gemacht? Wo kann ich mich denn noch verstecken?
Also das muss auf jeden Fall mit Dapfel. Behaupte ich mal. Was anderes kann ich aber nicht werfen irgendwie. Das scheint gerade nicht so viel zu bringen. Schau dich noch mal um. Ah. Schau dich noch mal um. Was habe ich denn übersehen? Irgendwas habe ich übersehen. Dann sagt er, schau dich noch mal um. Was habe ich denn da übersehen? Mal um. Okay, dann haben wir irgendwas übersehen. Was haben wir übersehen? Kann ich auch noch mal raufgehen? Nee, da komme ich nicht mehr hoch. Den kompletten Wagen kann ich ziehen. Habe ich mir schon gedacht. Irgendwie. So. Den ganzen Wagen kann man ziehen. Das macht natürlich Sinn. Das. Warten. Das war dumm zu warten jetzt gerade, ne? Fällt mir gerade ein. Okay. Mal gleich normal machen. Jetzt ist zu kurz die Zeit. So geht es natürlich einfacher. Achso, warte mal noch nicht. Hast du deine Kunststücke schon vergessen, Abby? Früher hättest du die Glocke schon längst getroffen. Warte mal, dass er da hinter mir weg ist. Und... Du willst doch wohl nicht das Ende der Geschichte verpassen. Ihre kleinen Augen hat sie satt gesehen an dem, was in der Welt geschehen ist. Er läuft in der Beherde ab. Das Golden schien rot-schwarz, Süßes schmeckte bitter. Er die schöne Welt ertrank, in Kälte und Gewitter. Am Ende will sie nur noch rasten, sicher und allein, und sehnt sich ganz bestimmt zurück ins Gute. Oh nein, da ist Tonga. Den Banditen stolperte sie in die Arme und mochte nicht mehr laufen. So ergab sie sich fast wehrlos dem üblen groben Räubershaufen. Ach Mist. Naja, es sollte ja so kommen. Behaupte ich mal. Da wandern sie los, gen Zirkus mit weiten Schritten. Für die Belohnung lassen sie sich nicht zweimal bitten. Und wie Banditen sich nun mal die Zeit vertreiben, singen sie lieber, anstatt sich anzuschweigen. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Dem Zirkus ist das Mädchen ausgewählt. Doch Abby wird gefangen, wir bringen sie zurück. Ist ja nett. Wenn wir erst beim Zirkus angekommen sind, sind wir reich. Sind wir reich, so viel Gold für ein kleines Kind. Ruf mir Bademünze, tauschen wir dich ein. Und du wirst wieder eingeschlossen sein. Vom frühen Morgen.
Schrecken unseren Stall. Das Mädchen wird wieder Kunststücke vollbringen, während wir hier draußen voller Inbrunst singen. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen. Super Lied. Geht ins Ohr. Wir sind Banditen, verbreiten Schreck und Not. Ausgelassen singend erreichen die Banditen ein Gemäuer. Wollen des Nachts rasten am warmen Lagerfeuer. Na, da werden wir uns doch irgendwie befreien können. Behaupte ich mal. Morgen früh laufen wir das letzte Stück und bringen dich endlich zum Zirkus zurück. Spottet Tonda in Richtung Käfig. Die letzte Nacht, die du noch in Freiheit genießt, lässt sich noch vernehmen, bevor das Tor endgültig schließt. Wir ein paar Ratten, helfen die uns? Ach, Abby, lass doch das Zappeln und Hüpfen sein. Inzwischen solltest du es besser wissen. Ich rede dir wohl nicht genug ins Gewissen, Abby. Was hast du nur wieder angestellt? Oh, jetzt brennt es da. Denkst du immer noch, du wärst ein kleiner Held? Gelernt hat unsere Abby nichts, ist undankbar obendrein. Weiß immer alles besser, so hat es den Schein. Nun, Abby hat ihr Schicksal offenbar selbst gewählt. Doch es ist das lang erwartete Ende, was wirklich zählt. Wie komme ich denn jetzt hier? Oh. Irgendwas kann ich, diesen Käfig kann ich aber auch nicht ziehen. Geht nicht. Ich kann da zwar raufgehen, aber ich komme längst woanders hin. Und hinten kann ich nicht runter, da ist ja Feuer. Da liegt ein Apfel. Ich kann damit das da oben treffen. Warte mal. Ach, guck mal. Okay. Und rüber über diese Mauer. Die Flammen verbreiten sich rasend schnell. Selbst die Ratten fürchten um ihr Fell. Am Ende kommt alles, wie es kommen muss. Schaut auf eure Helden. Mit all ihren Flausen ist doch so. Nicht mehr als eine plumpe Banaut. Hey, was soll das? Lass los! Hör auf damit! Zappel nur, Abby. Nun ist es bald wirklich aus. Bedauerlich, Abby, warte. Dass du nicht mal jetzt zu einsicht. Mach dich nicht lächerlich. Es ist vorbei. Lass los! Nein. Nimm dich! Die Freiheit schenkt dir. Ich glaube, meine Fäden reißen, ne? Verschmäht. Und aus Eigensinn nur Stumpf. Letzte Chance. Du wirst es bereuen. Abby, lass sofort los. Nein, unmöglich. Okay, ich glaube, wir gehen dem Erzähler gerade auf die Nerven und können uns befreien von ihm. Was natürlich ziemlich cool ist. Akt 4, der Widerstand. Wie es wohl weitergeht. Wir, Abby, ihr wollt bestimmt wissen, wie es weitergeht. Moment, Abby lag, Moment, habt Geduld. Okay, also, Abby lag und dann? Was wohl jetzt passiert, wollt ihr wissen? Ja, sie... Was wohl passiert? Sie wacht erstmal auf eine Runde hier. Okay, gut. Abby richtete sich mühsam auf und fand zurück in ihren Lauf. Ich kann den Kopf heben, so. Ich kann doch hier nicht aufstehen. Die Welt um sie herum, sie war zerrüttet und... Sie steht langsam auf, okay. Weil so lange schon der Krieg hier wütet. Ja, genau. Ein Krieg ist über das Land gezogen, weil sich irgendwelche Länder nicht vertrogen... vertrogen. Ja. Wie ein dummes Kind läuft sie voran, weil,
weil sie es nicht lassen kann. Doch der Krieg um sie, erbarmungslos. Die Asche kalt, der Schaden. Oh, da hinten hängt einer. Groß. Hängt einer rum. Okay. Jetzt haben wir keine Bänder mehr. Jetzt ist das alles natürlich in eine andere Richtung. Und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Noch dem kleinsten Bauern ging es an den Kragen. Mit brutalem Geschrei haben sie alles niedergefegt. Zurück bleiben Köpfe auf Speeren und nichts, das lebt. Okay, das geht nicht. Nein. Muss irgendwie anders hinkommen. Wie geht denn das nicht so, wie ich das mir vorstelle? Mhm. Ich falle immer so runter wieder, das ist natürlich blöd. Okay, müssen wir kurz überlegen. Ach, warte, ich habe eine Idee. Oh. Hier liegt nämlich was rum. Ein Stein. Ist der Stein gut? Das ist die Frage. Das macht keinen Sinn. Mal mit den Steinen. Kann ich da einen Stein reinwerfen? Ne, das geht nicht, okay. Muss einen neuen Stein. Aber wofür ist denn der Stein denn? Ich kann ihn ja nicht werfen, wenn ich hier bin. Ach, warte mal. Rüberwerfen? Auch nicht, ne? Ach, warte mal, jetzt habe ich eine Idee. Okay, ich habe eine kleine Idee nochmal. Mal sehen. Kann ich vielleicht damit dieses Ding abwerfen mit? Auch nicht, ne? Sieht gar nichts. Aber es ist ja egal, ich kann nicht werfen hier mehr, das macht ja keinen Sinn. Gibt es noch mehr Sachen, die ich irgendwie schnappen kann hier? Nee, ne? Ne, ich glaube nicht. Also müssen diesen Stein hier nehmen. Und dann irgendwo hinwerfen, oder wohin? Oder kann man die oben reinwerfen? Aha, okay. Das macht ja auch Sinn, da mehr Gewicht drauf zu tun. Na klar. Diese zwei kleinen Steine haben es erreicht, okay. Finde ich schon ein bisschen merkwürdig, dass sie es geschafft haben, aber egal. Was soll's. Lustig. Und hopp. Ah, so, jetzt können wir da rüber. Ein Haken. Okay, haben wir abgemacht. Ich weiß nicht wofür. Den brauchen wir wahrscheinlich für irgendwas. Ach, um da reinzuschwingen, okay. Behaupte ich mal. Ja, guck mal. Schwingen wir da runter. Und dann schwingen wir da rüber rein, vielleicht. Ein bisschen mehr. Na, guck mal. Perfekt. Verkriech dich nur. In dieser Welt gibt es kein Entkommen. Ah, wir kommen hier schon irgendwie. Zack. Ah, wieder oben am Tageslicht. Die wollten sich doch alle wundern, dass ich der Einzige bin, der keine... Zorn brüllt Honda, der Tyrann. Keiner da, der dich noch retten kann. Unbezwingbar, in tosender Wut, funkelnde Augen, glimmen wie Glut. Oh Gott, oh Gott. Geht in die Falle, wohin sie auch läuft. Dumm dreistes Mädchen, das sich selber täuscht. Na warte, kriegst von mir einen... Lass deine Finger von Dingen, die du nicht verstehst. Keine Mordendinger abschießen? Ne, geht immer nur einer, okay. Um sie rum die Welt,
Ein Raubtiermagen. Gib dich ihm hin und Schluss mit den Qualen. Also der Erzähler will auch, dass ich unbedingt draufgehe, ne? Ist mir komplett egal. Wir sind am Meer am... Ja, wir sind am Meer. Das ist ein Strand hier, ne? Oh, ist das die Normandie? Gut, dass wir jetzt überall durchlaufen können, konnten wir vorher nicht. Kommt dich zu holen. Jetzt können wir es. Mit schallenden Schritten. Aber er kann längst da nicht durch. Ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Er kann ja nicht weiter, aber wir können weiter. Okay, warte. Nee. Das bringt von uns links gar nichts. Nach rechts. Nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? Warte mal kurz, ich geh mal kurz hier weiter. Geht der denn hier rüber? Ja, okay. Du willst Verstecken spielen? Nur zu. Haha. So, kann ich ja hier rüber ziehen, ne? Ohne dass er mich kriegt. Na komm schon raus. Wird dir nicht langweilig. Hier drüben bin ich. Nachher schiebt er ihn wieder zurück. Das ist natürlich dumm. Merkst du nicht langsam, dass du immer wieder um den gleichen Steg herumläufst? Das plötzlich greift die Tunde der Barbar und tut, was längst besiegelt war. Ach, okay. Ja, jetzt weiß ich auch, warum. Ich weiß, wo der Fehler war. Das kriegen wir aber hin. Wir hätten das Ding ja wieder nach vorne machen müssen, dass er gar nicht mehr da rumkommt, ne? Pass auf. Er kommt dich zu holen mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Oh nein. Wer hören will, muss spüren, wohin ihn seine Flausen führen. Wer ich hören will, muss spüren, wohin ihn seine Flausen führen. So. Okay, so wie wir es gerade eben gemacht haben, war schon ganz gut. Er kommt dich zu holen, mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Du willst Verstecken spielen? Nur zu? Das müssen wir jetzt mal rüberschieben. Na komm schon raus. Ich muss das Ding da oben ja irgendwie nochmal drücken, dass er wieder auf diese Seite nicht wiederkommt. Aber wie mache ich das am besten? Ach klar, warte, klar. Müssen wir mal kurz hier rüber? Von links nach rechts. Nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? Jetzt nur schnell sein. Das schaffe ich nicht, das ist nicht so langsam für. Merkst du nicht langsam, dass du immer wieder um den gleichen Steg herumläufst? Das bringt dir nichts. Ich muss ihn da drüben ja irgendwie hinbekommen, dass er mir
Warte mal. So schnell kann ich da. Natürlich kann ich das. Ich muss die Kiste schon hier hin haben. Okay, warte, jetzt weiß ich wie. Pass auf. Hier kommt gar nichts, denn. Muss die Kiste hier haben. Soll er denn mir herkommen? Jeder. Oh nein. Das war ja dumm. Das war ja dumm. Ah. Schnell hier rübergehen. Ich war zu langsam. So, nochmal. Nochmal hier rüberlocken, den guten Mann. So, jetzt kannst du mich mal. Ach, diese verdammten Fäden. Na los! Tja, ohne diese Fäden wärst du genauso cool wie ich, aber das bist du nicht. Steht der Tonne und denkt sich, was macht sie da? Wieso schafft die das alles? Abby, bleib stehen! Du Feigling! So. Komm zurück! Und los geht's, paddeln! Was? Ein kläglicher Versuch, der sie. Fahr nur weiter. Was? Ah, ihr denkt, das war's schon? Meine Welt folgt meinen Regeln. Schaut das Meer an. Wie ruhig. Ruhig. Auf der See wiegt Abby sich in Sicherheit. Doch hält er schon Gefahr bereit. Oh, jetzt kommt ein Sturm auf. Das sieht ganz cool aus. Im Auge des Sturmes. Sturmisch. Im Auge des Sturmes herrscht eisige Stille. Dann folgt auf die Ruhe die Zerstörungswelle. Oh, da kommt ein Tornado. Nee, wie heißt die? Im Wasser heißt die Tsunami, ne? Ufer, keine Spur. Ein erbarmungsloser Wasserschlund, in dem schon manches Boot verschwand. Keine Chance für unsere Abby. Sie muss wohl oder übel umkehren und Tonda ins Netz gehen. Sonst wird sie für immer in die Tiefe gerissen. Der hört gleich wieder auf, so ein bisschen, glaube ich. Okay, ich hänge aber ein bisschen gegen, aber. Oh. Jetzt schnell rüber. Mit Glück und Hinterlist gelingt es Abby, meine den Naturgewalten vorerst zu trotzen. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren, kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angel. Siehst du es jetzt ein? Was hätte ich denn da machen sollen? Was konnte ich da denn jetzt machen? Das Schicksal war längst besiegelt. So. Das Ganze werden wir beim nächsten Mal probieren. Für heute machen wir Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wenn ihr Lust habt, abonniert mich doch und lasst einen Kommentar da. Daumen nach oben, würde mich auch freuen. Jedes Däumchen ist ein Träumchen und ja, bis dahin. Tschüss.